Jo Leute, was geht denn? Und herzlich willkommen zurück zum neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Freunde, das hier ist die nächste Karrierefolge. Geiles Projekt, macht sehr viel Spaß. Also lasst ihr auch gerne wieder ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch feiert, denn ich feiere es extrem. Und ja, Mann, die Hinrunde ist durch. Ein Auf, ein Ab. Es war wild. Ein Jahrhundertspiel in der Fußball-Bundesliga. Guckt es euch einfach an, was da passiert ist. Absolut wild. Ihr könnt jetzt sehr gerne Transfervorschläge für den Winter machen, denn heute Abend ist der nächste Karrierestream und da spielen wir die Rückrunde komplett zu Ende und gehen auch in die Wintertransfers rein. Also da brauche ich auf jeden Fall noch eure Vorschläge, wichtig und richtig. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wenn ihr mich noch nicht auf Twitch verfolgt, macht das gerne, Link ist in der Beschreibung. Denn dieses Projekt ist ein Streaming-Projekt, ne? Also hier kommen nur die Best-ofs online für die, die nur auf YouTube schauen. Gerne mal reinschnuppern. Ansonsten ganz viel Spaß mit dem Video. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. War aber sehr geil. Also, let's go. So, Boys and Girls. Rüdiger Hamel ist zurück. Tabellenplatz 13. Wilder Start in die Saison. 4 Stück gegen Bayern gekriegt. 5-1 gegen Dortmund. Dann 3-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Wir wissen es nicht. Ich zeige euch einmal unser wunderschönes Team, damit ihr es auf dem aktuellen Stand habt. Es wurde Asano verpflichtet, Baumgartel, Irvine und Kleindienst. Das sind in der Startformation unsere 4 Neuzugänge. Ansonsten, haben wir ausgemistet. Ouedraogo ist 3 Monate verletzt. Das ist ein bisschen, es tut ein bisschen weh. Aber ja, das ist es aktuell. Wir haben 20 Millionen Schulden abgebaut und wir spielen jetzt gegen den HSV. Es wird ekelhaft. Also Hamburg, habt ihr es gesehen? Einfach 3 Spiele, 9 Punkte. Danach geht es auswärts nach Mainz. Da spielen wir gegen Tom und dann spielen wir gegen Bremen. Schwer. Dann gehen wir rein gegen Hamburg. Heimspiel. Ich überlege halt, ey, haben die Glatzel nicht mehr? Oder Bank halt? Trotzdem halt eine stabile Truppe, ne? Bares Artig haben die geholt. Auf jeden Fall ist Dompe weg. Das ist gut. Der hat mich in der zweiten Liga gebrochen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde Asano von der Bank bringen, weil er neu ist. Und mit Richter starten. Ansonsten passt das erstmal. Gleiches Torwarttrikot. Einmal Copy-Paste gemacht. Come on. Come on. Das Duell der Aufsteiger. Oh, Kleindienst. Direkt ans Gebälk. Schade, 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 Junge. Schade, schade. Kleindienst. Ja! Was für der ist finished? Was für der ist finished, Junge? Der Mann legt gerade erst los. Es ist Tim Kleindienst mit dem 1:0. Let's go. Dritter Saisontreffer. Stark, stark. Kleindienst. Lass mal! Ah, rennt ins Aus. Wir spielen Pokal. Erste Runde gegen Bochum zu Hause. Bochum ist unser Pokal los. Ey, sehr starke Partie. Und Richter macht's auch echt gut, ne? Es wird ein Debüt geben. Asano wird sein Debüt geben. Drexler für Appelkamp. Seguin für Irvine. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja! Fährmann. Dreierwechsel. Kleindienst ist ein bisschen müde. Terodde rein. Ich bringe unser Top-Talent Linus Meier auf der 6. Das kann er nämlich auch zocken. So. Oh ja, ein Standard. Wie geil wäre das jetzt? Einfach auf Terodde wie in den guten alten Zeiten. Erster Ballkontakt Terodde, direkt Tor. Würde ich fühlen. Na, schade. Junge, stark. Linus Meier. Drexler. Drexler. Nein. Nein, ich geh wieder raus. Ich geh wieder raus. Ich mach Scheiße. Ich mach Scheiße. Stark, oh ja, Junge. Ey, Dave, danke für den Raid. Ja, Asano. Asano. Bruder, mach den doch rein. Ja. Es war abseits, aber es ist egal. Wir haben 1:0 gegen Hamburg gewonnen. Wir haben den Tabellenersten besiegt. Clap. Wildes Spiel, ey. Also unsere Chancenverwertung ist schwer, aber wir haben 2 Siege in Folge. Am Ende fragt keiner wie. Ist völlig egal. Vollkommen egal. Arda Güler. 76. Läuft bei ihm. Er ist nach Straßburg ausgeliehen. Mich würde mal interessieren, wo die ganzen Hamburg-Boys hingegangen sind. Dompe gibt's noch. Ist er wohl verletzt? Digga, haben die viele Stürmer. Das ist ja wild. Aber Glatzel ist weg. Wo ist denn Glatzel hingegangen? Genua. Aus welcher Perspektive kann man bei EAFC den Karrieremodus, die Simulation beobachten? Ja, halt einfach quasi, du lässt halt den CPU gegeneinander spielen. Und dann kannst du halt einfach Übertragung zugucken. Transferangebot. Wer ist das denn? Was ist das für ein Verein? Digga, ihr kriegt keinen Henning Matriciani. Was ist los mit euch? Gibt's nicht. Gibt es nicht. So, das Ding ist, ich fand Linus Richter halt eigentlich echt strong. Chat, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich finde, Lassme hängt gerade so ein bisschen durch. Deshalb würde ich mal Richter für Lassme von Anfang an bringen. Lassme ist gerade echt schwer, muss ich fairerweise sagen. Niemand fasst Henning an, so nämlich. Komm, auswärts in Mainz. Spielen wir gegen Tom?
Ist Tom auf der Bank? Vandenberg ist mit der Nummer 10 auf der Bank. Kraus ist gar nicht dabei. Perfekt. Aber wenn wir jetzt hier nicht verlieren, wäre es echt ein solider Saisonstart. Ja. Ja. Alles gut. Schallenberg, da auch mal trauen, einfach zu schießen. Einfach mal trauen, Junge. Ah. Ah. Bakeriata, da passiert's. Da passiert's. Oh, Fährmann. Komm, Alter, ein Pünktchen wäre so geil hier. Lass mir seinen neuen Vertrag einfach satt. Ich sag nämlich auch. Ich sag nämlich auch, mein Freund. Oh, Anton Stach, was drückt der uns für ein Brett hier rein? Das Ding ist over. Was hat der uns für ein Brett da reingedrückt? Boah. Das ist ein kleiner Rückschlag. Bayern gewinnt in Hamburg. Das ist ein kleiner Rückschlag. Aber wir sind Elfter. Ersten beiden Spiele sind halt bitter, dass sie so hoch rausgegangen sind. Aber 6 Punkte, Alter. Bei Gladbach läuft halt nichts, ne? Einfach mehr Punkte als Spiele, dann ist alles gut. Sag ich nämlich auch. Waren die ersten beiden Spiele. 4-0 in München, 5-1 zu Hause gegen Dortmund. Er ist noch bei Mainz. Er zockt halt nicht. Gegen wen gewonnen außer Wolfsburg? Hamburg. Haben wir noch irgendwelche Verträge, wo wir ran müssen? Der einzige, wo der Vertrag ausläuft, ist Florian Flick am Ende der Saison. Aber den werde ich auch nicht verlängern, weil der hat bei uns keine Zukunft. Der wird dieses Jahr noch spielen. Ich versuche ihn in der Rückrunde vielleicht noch loszuwerden. Aber der kann weg. Und Drexler, Terodde, Langer beenden ja leider alle die Karriere. So, zu Hause gegen Bremen. Das wird ein richtungsweisendes Spiel. Linus Richter 69. Digga, ich ohne Scheiß-Chat. Aber ich, also plus 1, aber lass mir, sag ich euch ehrlich, raus. Linus Richter Startelf. Ich bin offen und ehrlich zu euch. Ich bin open und ehrlich zu euch. Der macht nichts, der Mann aktuell. Und rein da. Ich habe die Torhymne bereit. Come on! Was? Kein Foul. Nein, 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 nein. 0-1, Adli. Kleindienst. Geh noch ein paar Meter. Ein paar Meter noch gehen. Ja. Nein, Asano! 4-1 Torschüsse, 0-1. Ja, Richter. Ja! Ja! Apelkamp! Ja! Let's go, Junge! Der Mann für die schönen Tore und die wichtigen! Weiter, Jungs! Kleindienst, Kleindienst! Oh! Ja! Asano! Vamos! Yes! Digga, das wären so geile 3 Punkte. Junge, was geht da auf einmal ab? Schön. Schön. Wunderschön. Zu viel. Bitte jetzt nicht in der 90. den Bruch abholen. Nicht in der 90. den Bruch abholen, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist vorbei. Aber verdient, Junge, 10-1 Schüsse. Verdient, verdient. Ich bin da, ich fühle mich fit und bereit, Coach. Wir gehen gleich rein in den Pokal, Junge. Da ist Müller-Time. So, wir werden jetzt aber, wir werden Nagalo von Anfang an zocken lassen. Seguin. Ja, und ich bleib dabei. Ich finde, Linus Richter macht's gut. Ich finde, Linus Richter macht's halt extremst gut. Deshalb, da für mich aktuell vor, lass mir die Nase. Nein, Müller ist Pokaltorwart, Chat. Müller ist Pokaltorwart. Come on. Oh, fast direkt hinten gelegen. Alles gut. Digga, ich sehe es ja jetzt erst. Die spielen immer noch mit Schwolo. Jetzt weiß ich auch, warum die so scheiße sind. Da wird es gleich so Bing-Bong machen beim Schwolo in der Kiste. Sage ich euch jetzt schon mal. Oh, aber der hält gut. Der hält gut, der hält gut. Asano! Ja!
Bing Bong! Bing Bong macht's beim Schwolo! Asano ist da, Junge! Top-Transfer! Seguin? Was ein Ball! Tim Kleindienst! Yes, Sir! Junge, es läuft schon! Was sind wir für eine stabile Aufstiegsmannschaft? Wir sind komplett da. Die ersten beiden Spiele komplett die Fresse poliert gekriegt. Aber jetzt? Lol, die haben eine glattrote gekriegt. Lol, ich hab's nicht gesehen. Da gab's einen glattroten Karton. Chillig. Oh, das ist ja entspannt. Wenn ich diesen Linus Richter spielen sehe, aber hat seine Minuten gekriegt. Da kommt jetzt wieder Lassmer rein, weil der Mann muss langsam wieder in Form kommen. Kleindienst hat seine Hütte gemacht. Einsatzzeiten für Keke top. Daumen Drexler darf auch nochmal spielen, damit die ganze Mannschaft glücklich ist. Irvine darf zocken. Und auch Ojan darf sich ein bisschen schonen. Darf unser Linksverteidiger-Talent zocken. Oh, Asano. Schön. Keke! Keke top! Keke top! Keke top! Keke top! Let's go, Junge! Deshalb gebe ich die Minuten! Deshalb gebe ich dem jungen Burschen die Minuten! 3-0 Auswärtssieg in Freiburg. Big, Junge! Einfach Hamburg 3 Spiele in Folge gewonnen und dann 4 in Folge verloren. Nice. So, Flick ist durch. Oh, wir zocken gegen Leverkusen. Digga, was haben die denn für eine kranke Truppe zusammen? Baumann, Smalling, Pavard, Mbamba, Diaby, Kouame, Enesiri, Bakker, Logic, Xhaka, Hofmann. Yo, was haben die denn für eine Truppe? Das könnte brüchig werden. Einfach Wirtz, Frimpong, Marcus Llorente, Kunja, Grimaldo auf der Bank. Ja. Ja! Ja! Ja, was? Oh mein Gott, Kleindienst! Wir führen gegen Leverkusen! Wir führen gegen Leverkusen! Wir führen gegen Leverkusen! What the fuck? Ah. Ich kann die ja wirklich laufen lassen! Appelkamp! Was passiert hier? Was passiert hier? Lass mal Rüdiger Ramel kochen. Lass ihn mal kochen. Lass mal, Junge, stark. Digga, what the fuck? Was spielen die da? Was spielen die da? Was sehe ich hier? Was geht ab? Digga, was geht ab? Was spielt... Guck es mal an. Guck es mal an. Das war scheiße. Alter, holy shit. Da gebe ich sogar Terodde Spielzeit. Digga, was geht ab? Man pfeift das Ding ab. Ich nehme das 3-0. Pfeift das Ding ab, ich will zu Null. Ralf Herrmann gegen Wirtz. Ralf Herrmann, vorbei. Aus, aus, das Spiel ist aus. Wir haben einfach gerade auf Nass 3-0 gegen Leverkusen gewonnen. Tabellenvierter. Ja, moin. Digga, kann mal einer Rüdiger Ramel eine Statue bauen? Ich will, dass einer Rüdiger Ramel eine Statue baut. Digga, was sagt die Presse? Was sagt die Presse? Guckst du dir das an. Mann der Stunde, Tim Kleindienst. Rüdiger Ramel größer Xabi Alonso. Tim Kleindienst, wir sind ein klasse Team. Die Stimmung in der Kabine ist super und Ramel ist ein echt guter Trainer. Tiki-Taka, Kleindienst, let him cook. 3-0, was ein Spiel. Einmal im Stadion wieder schauen, direkt das Wahnsinn. Asan Uedra Ogo hat von der Tribüne aus mitsupportet. Und jetzt Augsburg. Und dann Pokal. Und dann Pokal. In Augsburg gibt's eine Schnelle. Linus Richter von Anfang an. Nagalo. Gibt eine Schnelle in Augsburg. Bin ich sicher. 2-1 Auswärtssieg. Ein bisschen zu hoch geflogen. Ja. Und auch keine Champions League. Bisschen zu hoch geflogen. Sechster. Egal. Tordifferenz auf 0. Darmstadt ist einfach Dritter. Junge, was ist denn das für eine Top 6? Also klar, Bayern, Dortmund, Leipzig, aber Darmstadt, Bochum und Schalke? What the fuck? Leverkusen auf der 10. Hamburg hat 6 Niederlagen in Folge übrigens, ne? Hamburg die ersten 3 gewonnen, danach alle verloren. Freiburg auf der 18, Gladbach auf der 17. Und jetzt Pokal. Mods, Wette machen, ich spiele selber. Wette machen. Pokalspiel gegen Bochum, weiterkommen, ja, nein. Habt ihr es gesehen? Ojan zufrieden bei Schalke. Thomas Ojan meinte, es sei eine reine Freunde mit Ramel zusammenzuarbeiten. Es macht riesig Spaß, für diesen Club zu spielen und für einen Coach, der Vertrauen in meine Fähigkeiten hat. Geil. So, ein bisschen Pressekonferenz machen. Wir haben sich auf das Spiel gegen den Rivalen vorbereitet. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Glauben Sie, Sie können die nächste Runde erreichen? Gegner ist chancenlos. Sage ich. Schalke ist aktuell außer Form. Halt die Fresse, Digga. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Einfach mal die Schuld auf mich nehmen, weil ich ein guter Trainer bin. Einfach mal Schuld auf mich nehmen. Chat gegen das vorhergegangene letztes Jahr Halbfinale. Kleindienst in 2 Wochen 75. Einfach eine geile Truppe. Appelkamp 76. Auch komplett am Rennen. Wir gehen rein. Tor wird geputzt. Heute noch in der Arena gewesen. Hab's mir angeguckt. Top Ding. Die Stadt ist voll.
Es ist Zeit für den Pokal. Let's go, Junge! Guckt euch dieses Stadion an! Zweite Pokalrunde! Schalke gegen Bochum! Das Revierduell! Die beiden Nachbarn! Nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen die Stadien. Im vorherigen Jahr hat man sich im Halbfinale getroffen. Eines der legendärsten Pokalspiele, die es jemals gab. Und jetzt begegnet man sich in der zweiten Runde. Die Schalker mit dem Ex-Bochumer Asano auf der rechten Seite. Der Ex-Bochumer natürlich doppelt und dreifach motiviert. Klare Geschichte. Henning Matriciani, der Captain, geht voran. Vor Pokaltorwart Marius Müller. Und man muss ja auch sagen, aktuell zwei Mannschaften, die, wenn man jetzt die Saison beenden würde, im internationalen Geschäft landen würden. Guckt euch das Stadion an. Schalke unter Trainer Rüdiger Rammel mit folgender Startelf. Der Pokaltorwart Marius Müller. Ansonsten ist es die eingespielte erste Elf aktuell von Rüdiger Rammel. Doppel-6, Schallenberg mit Neuzugang Jackson Irvine. Bei den Bochumern. Anvia Jay holt man nur auf der Bank. Aber Spieler des Monats, September, Philipp Hofmann, ebenfalls Ex-Schalker. Vorne in der Spitze. Wir gehen rein. Schauen wir mal, ob das heute wieder 10 Tore werden. Bochum stößt an. Ja, und da ist direkt Jackson Irvine. Lass mal. Ein legendäres Spiel gemacht gegen Bochum letztes Jahr im Halbfinale. Kleindienst. Und da ist der Ex-Bochumer Asano mit viel Tempo. Irvine auf Kleindienst. Riesenchance. Wow. Osei Tutu gegen Ojan. Und er kommt vorbei. Ojan zieht, zerrt, kommt nicht dran. Matriciani passt auf. Ojan. Schallenberg passt auf. Appelkamp auf. Lassme, und der ist schnell. Lassme. In den Rückraum zu Kleindienst. War sogar noch leicht am Pfosten. Osei Tutu, Ojan, stark. Matriciani, Schallenberg. Und dann wieder mit Tempo nach vorne auf Brian Lassme. Brian Lassme mit viel Platz und viel Tempo. Lassme wartet auf den Rückraum. Da kommt Asano und Römling klärt. Keeper war schon geschlagen. Aber Schalke bleibt wach. Asano, Kleindienst. Darf er nicht lupfen. Darf er nicht lupfen. Hofmann. Stöger mit Förster und Wolf. Kommt vorbei an Nagalo. Wolf. Das ist ein guter Ball. Brunner ist zu spät. Hofmann 0-1. Der Spieler des Monats September mit dem nächsten Treffer. Irvine. Mit einer Idee. Kleindienst nimmt ihn an. Mit seinem Fallzieher, Irvine. Was ist denn hier los? Matriciani macht's gut und dann geht's in die Halbzeit. Geht's in die Halbzeit. Irvine leicht angeschlagen. Mal probieren, ob's noch geht in Halbzeit 2. Vorsichtsmaßnahme. Bringen wir Seguin. Kommen nicht durch. Bochum steht hinten richtig stark. Boah! Und es ist stark von Quarteng. Bleibt immer noch am Ball. Jetzt haben wir ihn vom Ball getrennt. Seguin. Auf Lassme. Auf Lassme! Lassme! Zu weit! Nagalo. Kleindienst. Lassme läuft mit. Wartet auf den richtigen Moment! Und da ist er! Lassme! Lassme, Brian Lassme! Und gegen Bochum kann er's! Gegen Bochum kann er's! Brian Lassme! Ausgleich! Brian Lassme! Der französische Linksaußen zeigt seine Qualität. Und das Spiel fängt wieder bei Null an. Kleindienst steckt durch auf Lassme. Der hat den Kopf oben, wartet lange. Und haut ihn dann links oben, rechts oben rein. Oh, Brunner.
Brunner muss gegen Wolf und kommt nicht hinterher. Baumgartel hilft. Förster, Seguin. Ganz stark Seguin. Asano mit der Hacke. Und Kontermöglichkeit mit Lassme nochmal. Und das sind seine Stärken, Brian Lassme. Der läuft einfach davon, Brian Lassme. Der läuft einfach davon. Hat den Kopf oben. Kleindienst muss nur einschieben. Und Schalke dreht das Spiel innerhalb von 6 Minuten. Es ist Tim Kleindienst. Und Brian Lassme schmeißt den Diesel V8 an. 36 km/h. Gebucht und bekommen. Kopf oben. Brian Lassme. Tim Kleindienst lässt sich klug fallen im Rückraum. Und muss ihn nur noch einschieben. Schalke ist zurück. Boah, Brunner zu früh unten. Boah, Müller! Müller! Philipp Förster, überragende Einzelaktion. Wartet lange und Müller hat die Kurze offen. Asano geht, der Ex-Bochumer. Für ihn wird Linus Richter kommen, der 16-Jährige. Asano bei seinem Spiel gegen die alten Kollegen blass geblieben. Hat jetzt was von Kick and Rush diese letzten Minuten. Matriciani und Appelkamp. Appelkamp mit Tempo. Auf Linus Richter. Linus Richter. 90 plus 1. Schallenberg. Findet Kleindienst. Und der hat die Übersicht. Richter. Letzter Angriff für die Schalke in der regulären Spielzeit. Richter. Bringt ihn auf Lassme. Und er wird nicht nochmal gefährlich. Es geht in die Verlängerung. Es geht in die Verlängerung. Stark, Seguin. Drexler, Balleroberung. Und der schickt Linus Richter. Der 16-Jährige. Linus Richter. Richter. Mann. Wolf gegen Matriciani. Henning Matriciani, meine Freunde. Henning Matriciani. 15 Minuten noch oben drauf. Oh nein. Müller! Nein! 3-2. Hannes Wolf mit dem 3-2. Schallenberg raus, Terodde rein. Volle Offensive. Natürlich Chancen zum Kontern und die werden sie nutzen. Und Matriciani nimmt ein fürs Team. Das könnte eine glattrote geben. Gelb. Der Kapitän war bereit, sich zu opfern. Wolf beim Freistoß. Game over. Hannes Wolf mit dem Stich ins Herz. Nichts zu machen für Marius Müller. Alles nach vorne bei den Schalkern. Und jetzt wird's ganz bitter. Antwi Ajay gegen Marius Müller, 5-2. Die Bochumer stehen in der dritten Runde des DFB-Pokals. Das ist ein Stich ins Herz. Keine Interviews heute. Bochum hatte 5 Torschüsse und 5 Tore. Oh, was hat ein Irvine? 3 Monate, Irvine hat auch einen gebrochenen Zeh. Na super. Allen gebrochenen Zeh. Aber jetzt ist langsam dünn auf der 6er Position. Gut, dass wir Flick noch haben. Ja, Müller, ab ins Bett. Ab ins Bett, kannst abhaken die Saison. Ich will eine Reaktion sehen. Ja, ist okay. 1-1 gegen Hoffenheim ist okay. Ist eine Reaktion, kann ich mit arbeiten. Hallo Boss, ich würde gerne im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich aktuell Sorgen, dass im Club... Henning, warum? Warum fällst du mir so in den Rücken, Henning? Was soll das? Rede mit mir. Warum, Henning? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich muss den Chef raushängen lassen. Was haben wir für Quoten? Einfach genau 50-50. Na dann. Davy Selke. Ich habe Angst vor Davy Selke. Da habe ich wirklich Angst. Kleindienst, lass mir. Schade. Stark, Henning. Asano? Oh! Boah, Appelkamp, dein Ernst. Halbzeit. Seguin spielt scheiße. Comeback für Uedraogo. Ich glaube, das wird ein ganz humorloses 0-0.
aber ein ganz humorloses. Es sei denn, Linus Richter macht jetzt was. Ja, super. Schöner Ball. Na, ich dachte, es gibt eine Ecke. Es ist 0-0. Ein ganz humorloses 0-0. Bayern und Dortmund marschieren. Das sind halt immer noch, ja gut, wir spielen da noch hinter uns, aber... Hey, 17 Punkte, das ist nach 11 Spielen alles super. Hamburg hat endlich mal wieder nicht verloren. Unentschieden gespielt. Ist doch alles okay. Ist doch alles okay. Jetzt nur nicht in so einen Negativstrudel reingeraten. Gladbach auch mal einen Win giften wegen Fanfreundschaft. Gar nichts kriegen die, Digga. Muss ein Sieg her. Aber so ein ganz, ganz ekliger Sieg muss er her. Al-Shabaab will Keke top für 2 Jahre. Kannst vergessen. Ich lass mal Karaman wieder ran. Asano ist gerade schwierig. Das gleiche gilt für Nagalo. Und Uedraogo hat mein Vertrauen, Chat. Uedraogo ist mein Mann. Würde gerne mal wieder ein Tor erzielen jetzt. Das wäre super. Wer ist denn das? Dieser Brereton Diaz oder wie der heißt. Kenn ich gar nicht. Oh, lass mal. Miep, miep. Miep, miep. Miep, miep. Brian, lass mal. Ding, dong. Tim Kleindienst. Brian Lassme kommt langsam, Chat. Er kommt langsam. Ihr müsst ihm nur Zeit geben. Ihr müsst ihm nur Zeit geben. Auch der muss sich erstmal an die Erstliga-Luft gewöhnen. Ja! Tim Kleindienst, Junge. Und alle Hater ruhig. Alle Hater stumm geschalten. Weg mit euch. Oh, wichtig, Männer. Stark, Apel. Ich traue, mach ihn doch. Mach ihn doch, egal. Es läuft alles top. Alles top hier. Alles Keke, sag ich. Digga, kannst die Rückrunde, kannst die Hinrunde gefühlt schon abpfeifen. Wir haben 20 Punkte. 20 Punkte Hinrunde würde ich sofort sagen, Deckel drauf. Hätt's mich gefragt. Vor der Saison. Hätte ich gesagt, gib 20 Punkte Hinrunde. Komm, lass mal. Oh, schade. Nice. Und jetzt bitte, es ist ein 2-0. Es ist ein 2-0 gegen Gladbach, ne? Bitte keine David-Wagner-Rückrunde jetzt, ne? Nach 2-0s gegen Gladbach sollen schon komische Sachen passiert sein. Und Darmstadt gewinnt schon wieder. Digga, was geht denn mit Darmstadt, Alter? Darmstadt ist fucking Dritter. Was geht ab? Also wir sind Fünfter, das ist auch schön, aber was macht Darmstadt da? Digga, ja, die haben 2 Jahre Garnacho ausgeliehen und der ballt wahrscheinlich komplett. Ah ja. Digga, was ist denn Henning? Was will der denn von mir, Henning? Kannst du bitte mit mir reden? Was ist los? Sorry, dass ich schon wieder ansprechen muss, aber die Mannschaft macht sich halt ihre Gedanken. Bruder, wir sind Aufsteiger und Vierter. Kannst du mal deine Fresse halten? Was ist denn los? Also, ich bitte dich. Hast du mal auf die Tabelle geschaut? Fünfter. Sorry, du Model. Kleindienst einfach zweitbester Torjäger. Digga, ich sag euch ehrlich, ich entziehe ihm gleich die Binde, wenn es so weitergeht. Kenn ich nix. Ey, wisst ihr, was wir mal machen könnten, Chat? Weil es da ja gerade die Meldung gab, dass Ojan gerne auf Schalke bleiben würde. Wir können mal mit Ojan verlängern. Das können wir mal wirklich machen. Ist ein guter Zeitpunkt. Weil da gab es den Artikel, dass der richtig glücklich ist auf Schalke. Und der braucht noch einen Erstliga-Vertrag. Komm ins Café, Junge. Nobel-Restaurant, Gisela. 2 Erdbeertörtchen. Thomas Ojan. Im Sommer gab es Gerüchte, dass du gehen willst. Du bist uns treu geblieben und das wird auch stattlich entlohnt. Neue 2 Jahre kommen drauf. Zack. Freigabesumme. Nö. 500.000 für 25 Einsätze finde ich ein bisschen krass. Weil, Bruder, du machst jedes Spiel. What the fuck? Also, ja. Dann lass uns doch so machen. Was hältst du davon? 20.000 die Woche kann ich dir geben. Mal 22. Weil ich gebe dir nicht 500.000 nach 25 Spielen. Das ist ein bisschen viel, mein Freund. Ja, guck doch mal. W's in den Chat. Thomas Ojan verlängert seinen Vertrag bis einschließlich Sommer 2027. Gutes Business von Rüdiger Rammel. Warum will Flick seinen Vertrag nicht verlängern? Digga, also die Bild ist ja auch wirklich scheiße informiert, ne? Weil der Mann im Winter den Verein wechselt. Ist das bodenlos. Weil der den Verein wechselt, Idioten. Hallo. Scout-Abschlussbericht. Digga, die haben eine stabile Truppe, Alter. Guck dir mal an, was da bei Darmstadt rumläuft. Vor allem halt so junge Spieler. Läuft bei denen. Aber Chat, sage ich euch ehrlich, eins in den Chat, wenn ihr sagt, geile Karrierestory eigentlich. Dass du auch mal was Unerwartetes hast. Finde ich eigentlich ganz geil. So. Wir spielen auswärts in Bochum. Asano von Anfang an. Ich will Qualität sehen. Das ist die Revanche fürs Pokalspiel. Ja! 0-1 Kleindienst. Let's go, Saisontor 9. Und jetzt das Ding zu Ende spielen. Einfach Duell 5. gegen 6. ne? Da fällt's. Broschinski, 1-1. Reicht.
Maul! Oh ne! Oh ne! Was ist denn los, Digga? Digga, warum ist denn Bochum unser Kryptonit auf einmal? Ey, 34. 43. Wow, ja, super. Ja! Kleindienst, Digga. Saisontreffer 10. Saisontreffer 10, Tim Kleindienst. Er wurde so zu Unrecht von euch gehatet. Der steht jetzt schon bei 10 Saisontoren in der Liga. Er wurde so zu Unrecht von euch gehatet. 15 Minuten noch. Unser Ball, unser... Nein, 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 nein! Scheiße! Fuck! Ah! Jetzt muss ich auch noch niesen. Fuck! Bochum ist unser Kryptonit. Och, Digga, nee, komm, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, wirklich. Leck mich am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Digga, das ist so ein Nachtritt, Alter. Das ist so ein Nachtritt. Ziehen die uns 5-2 im Pokal und 4-2 in der Liga. Ah, Tabellenachter ist ja trotzdem okay. Das einzige Spiel, was Bayern verloren hat, war 0-2 zu Hause gegen Darmstadt. Niemals. Robert, schreib's auf die Scheißliste. Was geht denn mit Darmstadt, Junge? Alter, das kannst du ja wirklich nicht ausdenken. Da sind 8 Punkte bis auf die Relegation. Es täuscht halt ein bisschen mit den Punkten, weil die Tabelle echt eng zusammenhängt. Ah, gegen Frankfurt wird ganz eklig. Die haben immer noch Kolo Muani. Guck dich mal deren Team an. Aber die haben anscheinend irgendwie Pokal oder international gespielt. Die sind ein bisschen am Arsch. Götze als Wingback finde ich interessant. Finde ich sehr interessant, Götze als Wingback. Lass mir. Stark. Stark, Junge! Stark, Junge! Wer hatet Tim Kleindienst? Haltet alle die Fresse. Ihr seid jetzt alle ruhig und nie mehr sagt irgendjemand was gegen Tim Kleindienst oder Appelkamp, weil das einfach Maschinen sind, weil die einfach krass sind und ihr seid alle... Klassiker. Fuck. Boah. Halbzeit. Ich würde ja ein Unentschieden gegen Frankfurt nehmen, so ist es nicht. Aber lass mir macht ein Dreckspiel. Dann kommt Linus Richter. Mal wieder eine Ecke treten vor der Nordkurve. Mit Ojan. Asano. Nagalo. Kommt nochmal. Kommt nochmal. Kommt vielleicht nochmal? Nee. Doch. Unser Ball. Digga, schlenz ich dir den mit dem Außenriss rein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie ich dir den reinschlenz. Okay. Sehr schön. Schön. Ja. Nein. Henning. Ja. Henning mit der Vorlage. Henning mit der Vorlage. Appelkamp. Henning mit der Vorlage. Ich mach die Hymne ganz schnell aus. Ich will kein Karma kassieren. Ganz schnell ausgemacht, die Hymne. Kein Karma. Haltet das Ding. Haltet das Ding, habe ich gesagt. Haltet das Ding, habe ich gesagt. Nicht dumm nach vorne spielen. Nein, nein, ja, Fährmann. Deren Torwart ist mit vorne. Wichtige Punkte. Wichtige Punkte. 13 zu 5 Schüsse. Verdient, Alter. Verdient. Und Darmstadt verliert in Freiburg. Das ist ja der Klassiker. Gewinnen sie in Bayern, sind oben mit dabei und verlieren auf einmal beim letzten. Darmstadt in Freiburg rutschen gegangen, 3-1. Bayern auf 6 Punkte weg. 9 Gegentore haben die erst. Chillig. Aber wir sind Vierter. Es ist halt so krass, dass einfach wirklich alles so eng beieinander ist, ne? Zwischen Platz 4 und Platz 8 3 Punkte. Es gibt halt auch keine Mannschaft, die so komplett abkackt, ne? Digga, zwischen 13 und 18 sind 2 Punkte. Wir können mal gucken, wie es international aussieht. DFB-Pokal, Darmstadt gegen Köln, Karlsruhe gegen Bochum. Also Bochum ist noch eine Runde weitergekommen. Freiburg gegen Bayern. Leipzig gegen Bayern raus. Bochum hat Heidenheim geschlagen. Bochum hat Frankfurt geschlagen. Hoffenheim, Heidenheim. Digga, und Darmstadt hat Leverkusen aus dem Pokal gekegelt. Also, Bruder, Darmstadt, Darmstadt. Krass. Oh, englische Woche. Oh, englische Woche. Aber ich sag's euch ehrlich. Oh, Chat. Ich glaube, hier ziehe ich am Ende der Saison eine Ausstiegsklausel. Mustafa Ahmed. Das Innenverteidiger-Talent von Darmstadt ziehe ich mir, glaube ich. Am Ende der Saison. Das gucke ich mir ganz genau an.
Also ich möchte einfach nur fürs Pokalfinale, für die Revanche, möchte ich hier bitte einen Punkt holen. Ganz, ganz böse Erinnerungen, ja. Ganz, ganz böse Erinnerungen werden hier wach. Oh, shit. Oh, shit. Hab irgendwie ein ganz mieses Gefühl, dass wir abgeschossen werden. Weiß nicht warum. Ich hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Was steht an jeder Ecke? Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Ah, Bruch, 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 Bruch. Ey! Was? Nö! Nö! Ich kann sie durchlaufen lassen! Nö! 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 Alles im Arsch! Alles im Arsch! Doch nicht! Bing Bong! Kleindienst! Bing Bong! Doch nicht alles scheiße! Oh, was ist die erste Halbzeit? Warum läuft hier noch Musik? Ich hab nur Angst, dass wenn Appelkampf... Was ist das denn für ein Bug? Auf einmal kann man nur noch dreimal wechseln oder was? Wen wollt ihr denn verarschen, ihr Sports? Ah, weil ich dreimal einmal gewechselt habe. Man hat nur drei Wechselperioden. Ah, ich kenne einfach die Regeln nicht! Bitte! 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 Ich wollte reingehen und der Held sein. Digga, alle brechen sich den scheiß Zeh! Digga, dann tape doch mal die scheiß Zehen! Was ist das? Ich hab aktuell vier Spieler mit einem gebrochenen Zeh. Was habt ihr denn für Dreckschuhe an, ihr scheiß... Ich kann's nicht mehr. Ich kann's ja wirklich nicht mehr. Also Edraogos, Bruder, dann schneiden halt ab den scheiß Zeh, wenn er immer bricht. Schneiden ab! Also unser größtes Talent und unser bester Mittelfeldspieler ist verletzt. Champions League Auslosung. Bayern gegen Stade Rennes, PSG gegen Barca, Leverkusen gegen United, Villarreal gegen Dortmund, drei deutsche Mannschaften drin. Digga, hat City schon wieder die Gruppe nicht gepackt? Und wo ist Real? Okay. Ach ja, es war ja der Bug. City ist Achter geworden und Real Sechster. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Real hat nämlich die Euroleague-Gruppe gewonnen. Kann das alles nicht mehr. Und City hat seine Gruppe auch gewonnen. Kann das alles nicht mehr. Wieso habe ich das Gefühl, dass mich das jetzt hier brechen wird? Digga, ich muss jetzt mit Domme Drexler, der in einem halben Jahr seine Karriere beendet. Also, Digga, jetzt spiele ich aber Doppelspitze. Also, sorry, Domme Drexler, aber die Zeit ist ja over. Also, Domme, es tut mir leid, aber die Zeit ist over. Gibt's halt eine wuchtige, unangenehme Doppelspitze mit Keke und Kleindienst. Jetzt wird's wuchtig und unangenehm. Keke und Kleindienst im Doppelsturm. Wieso nicht Irvine? Weil der einen scheiß Zeh gebrochen hat. Keke, guter Ball. Wehe, Kral macht eine Bude. Ja, das wäre ein Bruch. Also gerade norden wir uns tabellarisch dann doch ein bisschen ein, muss man ehrlicherweise sagen. So gerade norden wir uns dann doch so ein bisschen ein, Chat, wo wir auch hingehören. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich sage auch, Hauptsache keine David-Wagner-Rückrunde. Ja. Leveling 0-2. Gibt einen entspannten Viererwechsel bei uns. Ach Mann, Alter, so eine geile Hinrunde eigentlich gewesen. Aber ganz, ganz brutal. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Und Darmstadt verliert drei Spiele in Folge. Bei Darmstadt geht's auch unter. Also Darmstadt und Schalke kriegen gerade einen richtigen Realitätscheck. Wir sind zwar immer noch Sechster, was brutal ist, aber ihr seht ja, wie eng das ist. Das sind im Endeffekt, ich meine, es sind 9 Punkte auf Rang 16, ne? Aber es sind halt auch 9 Punkte auf Rang 18. Diese scheiß Saison ist so eng. Du hast halt Bayern und Dortmund, die ziehen komplett weg. Die juckt gar nichts. Und dahinter ist halt alles eng. Ich meine, du kannst auch sagen, wir sind 3 Punkte auf der Champions League. Es ist halt...
Es ist absolut verrückt. Kylian Mbappé hat den Ballon d'Or gewonnen. Ey, Chat, ich sag's euch aber ehrlich, ich spiele in Darmstadt selber. Ich will wissen, was sie auf dem Kasten haben. Wette machen. Was sagt die Presse? Sky Schnorren. Schalke-Spieler täuschen Verletzung vor, um sich im Club vollzusaufen. Skandal. Lügenpresse. Weder Appelkamp noch ich waren dort. Ja, wo brecht ihr euch denn immer eure Scheißzähne? Outgame. Tod. Der kontroverse Influencer Gamer Brother hat in einem Stream geäußert, dass er bei dem Klassenerhalt von Schalke 2000 Euro an einen Non-Profit in Gelsenkirchen spendet. Wir bei Outgames sind empört, dass er dieses Geld nicht stattdessen an UNICEF spendet. Bochum-Fans sauer, Polter jetzt doch den Deckel aufgesetzt. Schalkes Arzt entpuppt sich als Dortmund-Fan und bricht Schalke Spieler gezielt die Zehen. Ja, Digga, irgendwas muss es ja sein. Digga, die haben eine geile Mannschaft, ne? Und diesen Ahmed möchte ich haben, dieses Talent. Den möchte ich haben, Chat. Spieltag 17 in der Fußball-Bundesliga. Die beiden Überraschungsmannschaften. Darmstadt 98 gegen Schalke 04. Es ist Tabellen 6 gegen Tabellen 8. Die Lilien! Das Überraschungsteam der diesjährigen Saison. Wir schauen auf die Startformation der Darmstädter. Im 3-4-1-2 Kemper auf der 10. Hornby und Tietz sollen vorne für Furore sorgen. Nach 3 Niederlagen in Folge. Nürnberger, der vor 2 Jahren von den Nürnbergern gekommen ist. Erstmal nur auf der Bank. Garnacho natürlich der Spieler, auf den wir besonders achten müssen. Die Leihgabe von Manchester United im 2. Jahr bei den Lilien. Rüdiger Rammel, verletzungsgeschwächt, bringt er seine Schalker im 4-2-3-1 aufs Feld. Der mittlerweile 17-jährige Linus Richter soll es heute auf der 10 richten. Ey, Chat, aber eins, die Hymne von denen ist geil. Anpfiff am Böllernfalltor. Darmstadt von links nach rechts gegen Schalke 04. Schallenberg. Mit Lassme, stark. Brian Lassme, guter Ball auf dem Kleindienst. Tim Kla... Kempe mit Hornby. Garnacho. Vanasch Baumgartel, Elfmeter. Elfmeter Darmstadt, überragend von Garnacho. Baumgartel zu spät. Rüdiger Rammel, not amused. Kempe gegen Fährmann. Fährmann, leicht nach links. Kempe oben ins Eck, 1-0. 1-0 Darmstadt 98. Die Reise am Böllernfalltor geht weiter. Kempe schweißt ihn oben rein. Und Rüdiger Rammel hat den Kaffee auf. Zurecht. Zurecht. Und das ist wieder gut gespielt. Und das ist wieder gut gespielt. Kempe mit dem Doppelpack. Und das Böllernfalltor bebt. Es ist der 17. Spieltag. Das Ende der Hinrunde. Und Rüdiger Rammel und seine Schalker Jungs fallen auf den Boden der Tatsachen. Das ist die Überraschungsmannschaft dieses Jahres. Darmstadt 98 mit dem 2-0. Seguin mit Richter. Kleindienst. Lassme! Latte! Asano! Ecke! Schalke lebt! Thomas Orian, der Standardspezialist, auf Kleindienst. Sie ist gut! Kleindienst! 1-2! Schalke ist wieder da! Orian auf Kleindienst! Das berühmte Bild! Und er holt den Ball! Schalke hat diese Hinrunde und diesen 17. Spieltag noch nicht abgeschnitten. Orian mit dem präzisen Standard, Kleindienst setzt sich wuchtig durch und der holt den Ball. Schalke ist zurück und hat 60 Minuten, um sich hier aus einer richtig guten Hinrunde auch noch würdig zu verabschieden. Garnacho wieder am Zaubern. Und Darmstadt direkt im Gegenangriff. 3-1, Manu. Was Garnacho da mit Cedric Brunner macht, grenzt an strafrechtlich relevantem Material. Boah, Garnacho. Gegen Brunner ein Wack. Und jetzt wird's eine Demütigung. Philipp Tietz mit dem 4-1. Die Darmstädter rollen über Schalke 04. Matriciani gewinnt das Duell gegen Manu. Richter. Stark von Richter. Asano. Auf Kleindienst mit dem Seitfallzieher! Tim Kleindienst! Wahnsinnstor! 4-2, Schalke ist wieder da! Asano mit der Flanke und Tim Kleindienst mit dem Tor des Monats, lege ich mich fest. Kempe, der Standardschütze, hat schon 2 Tore erzielt. Geht auf den Hattrick. Fährmann ist da. Und das ist ein Katastrophenbock von Ralf Fährmann. Ein Katastrophenfehler.
von Ralf Fährmann. Ralle noch auf Malle. Denn nüchtern kann der nicht gewesen sein. 5-2. Asano. Mit Meier. Asano ist stark gespielt. Asano! 5-3! Was ein Spiel! 8. Tor in diesem Spiel! Asano holt die Schalker zurück. Es ist eine Wahnsinnspartie. Vor 3 Jahren, als die Schalker aufgestiegen sind, gab es hier mal einen 5-2 Auswärtssieg. Damals unter anderem Marius Bülter mit 3 Treffern. Jetzt steht es 5-3, aber für die Lilien. Und die Frage ist, geht noch mehr? Gutes Zweikampfverhalten. Oh, Jan. Sieh, Tim Kleindienst! Tim Kleindienst! Tim Kleindienst! Kleindienst mit dem 5-4! Und jetzt brechen hier alle Dämme! Der nimmt den Ball mit! Was ein verrücktes Fußballspiel! 29 Minuten auf der Uhr! Tim Kleindienst! Hattrick! Und Rüdiger Rammel muss reagieren. Und es gibt Bewegung an der Seitenlinie. Die Darmstädter wechseln doppelt. Thorsten Lieberknecht nimmt Hornby und Tietz runter. Bei den Schalkern gibt's Jugendforscht. Keke top in die Partie für den schwachen Seguin. Die Schalker haben Blut geleckt und wechseln offensiv. Na, Galo, ganz stark. Lassme. Lassme sucht Keke top. Findet Keke top! Keke top! Keke top! Keke top! 5-5! Was passiert hier? Das Böllernfalltor! Er lebt 10 Treffer! Und das Herz geht raus an Rüdiger Rammel, der immer an den Jungen glaubt. Und jetzt ist ja alles möglich. Die Schalker drehen einen 3-Tore-Rückstand. 5-5! Keke top. Ich glaube, das war seine erste Ballaktion. Die beiden Überraschungsmannschaften aus der Hinrunde geben es sich hier komplett. Und das ist guter Fußball der Darmstädter. Und das 6-5. Unfassbar. Fabian Nürnberger. Unfassbar. Unfassbar. Das Spiel der Saison, da lege ich mich fest. Richter. Mit Asano. Richter. Auf Kleindienst. Tim Kleindienst. 6-6. 6-6. Viererpack Tim Kleindienst. Ein Wahnsinnsspiel. Ein Jahrhundertspiel. Unfassbar. Mal kurz aus dem Off, was passierte gerade? Hallo? Was ist das für ein Spiel? Und jetzt ist die Frage, gehen beide Mannschaften hier auf Sieg? Oder sagt irgendwann mal einer, nee, das nehmen wir. Das ist unentschieden. Die Schalker wohl mehr als die Darmstädter. Darmstadt kommt. Na, Galo dazwischen. Lass mir mit einem technischen Fehler. Und wieder. Darmstadt. Gefühlt der erste Schuss in der Partie, der nicht drin ist. Rüdiger Rammel steht dort mit Kosiuki und der wird jetzt kommen. Schallenberg, ganz starker Zweikampf gegen Nürnberger. Lassme. Kleindienst. Kleindienst, Spitzer! Und kommt der Möglichkeit, Schalke. Brian Lassme kriegt den Ball. Und der ist wahnsinnig schnell. Brian Lassme auf dem Weg zum Konter. Brian Lassme. Kosugi läuft mit. Lassme. Ah! Kosuki macht nie wieder ein Spiel für uns. Haben wir uns da verstanden? Nie wieder macht der ein Spiel für uns. Nie wieder. Kleindienst mit Top. Kleindienst. Kleindienst. Was ist das für ein Fußballspiel? Letzte Chance des Spiels. Thomas Ojan bei der Ecke. Ojan auf Kleindienst. Kommt nicht durch. Matriciani muss ihn drin halten. Richter. Auf Kleindienst! 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 Kleindienst mit dem Fünferpack! 7-6! 7-6! Tim Kleindienst! Alle an der Eckfahne! Alle bei Kleindienst! Die Bank, die Ordner, alle! Spiel gedreht! Die Schalker drehen ein 5-2! Linus Richter, Tim Kleindienst mit dem Fünferpack! Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Für die Geschichtsbücher! Abpfiff! Tim Kleindienst holt sich den Ball. 5 Treffer. Ich bin platt. Ich bin komplett platt.
7:6 Auswärtssieg. Und spätestens jetzt redet niemand mehr über Tim Kleindienst. Aber alle über Kozuki, der macht wirklich nie wieder ein Spiel. Alter, was war das? Also das war ja die heftigste Scheiße aller Zeiten. Vor allem Darmstadt war ja halt wirklich krass. Also, jetzt mal im Ernst, ich habe halt wirklich, ne, also, weil jetzt hier das einige in den Chat geschrieben haben von wegen scripted. Wie soll ich denn das scripten? Die haben mich ja zeitweise komplett auseinandergenommen. Guck mal hier, was Garnacho da macht. Papp, papp. Es war komplett gestört. Defensiv würde ich das Spiel nochmal überdenken. Ey, also Chat, ich sag euch ehrlich, meine 1, wenn ihr es fühlt, aber Cedric Brunner, seine Aktie geht aktuell gegen 0. Die geht wirklich gegen 0, die Cedric Brunner Aktie. Ich überlege, ob ich da diesen Linus Meyer einfach hinstelle, der hat es besser gemacht. Also wie Brunner von Garnacho auseinandergenommen worden ist, das war ja nicht mehr normal. Digga, was soll ich denn da jetzt der Presse erzählen? Ja, war nice. Was soll ich dir erzählen, Bruder? Abwehr gab's halt nicht. Aber ja, Kleindienst war super. Top-Spieler bringen auch... Ja, Kleindienst ist ein Superstar. Jetzt hebe ich ihn ins ganz höchste Regal. Wir überwintern auf Rang 6. Das ist die Abschlusstabelle der Hinrunde. Darmstadt werden uns vorbeigezogen. Also Abwehr ist bodenlos. 30 Gegentore. Aber Offensive 29. Einfach die drittbeste der Liga. Zusammen mit Leverkusen. Was sagt denn jetzt die Torjägerstatistik eigentlich? Jetzt hat Kleindienst einfach 17 Tore nach 17 Spielen. Scheiße, ist der Booster da vorne. Ey, aber selbst ohne das Spiel wäre der halt auf 2. Mit 12. Das ist halt ein Top-Einkauf gewesen, kannst du nichts sagen. Vorlagen, Appelkamp fehlt uns halt überall, ne? Der Appelkamp fehlt uns halt wirklich überall. Kranke Scheiße, ey. Kranke Scheiße. So, gleich erstmal ist noch ein Training und dann sage ich frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, meine Freunde. Auch an Weihnachten wird trainiert. Schön Kozuki, heiße Kartoffel an Weihnachten. Richtig so, Junge. Richtig so, Kozuki. Schön an Weihnachten trainieren. Gönn ich dir von Herzen. Schönes Silvester, frohes neues Jahr. Happy New Year, meine Freunde. Damit verlässt jetzt Flick den Verein, der wechselt. Geben wir ab. Theoretisch könnten wir für die Rückrunde, sage ich euch ehrlich. Also jetzt könnten wir Tempelmann verpflichten, den Schalke in Real Life hat. Weil wir brauchen halt was im Zentrum. Wir haben 2 verletzte Zentrumspieler und Flick abgegeben. Könnten wir vielleicht jetzt Tempelmann machen, den Schalke in Real Life hat. Wir brauchen 9 fürs Zentrum. Was machen die anderen Ligen? Zweite Liga? Oh, oh! Digga, Stuttgart, aua! Nürnberg stark und Hertha gut dabei. Oh, und Lautern auf dem Weg in die dritte. Ingolstadt, Saarbrücken. Boah, okay, City marschiert komplett durch. Aston Villa auf der 3. Wo ist denn Arsenal? Ah, da, 9. Everton, Wolverhampton auf dem Abstiegsplatz. Oha! Marseille! Serie A, Juve. Spanische für Arnes. Barca auf der 1. Barca auf der 1. Also, meine Freunde hier auf YouTube, wenn euch diese Karrierefolge gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt Transfervorschläge für den Winter gerne in die Kommentare. Wir werden wahrscheinlich Tempelmann machen, wir brauchen einen neuen Zentrumspieler. Vielleicht auch einen neuen für außen. Schreibt's gerne rein. Lasst ein Like da. Am Sonntag geht es weiter. Neuer Karrierestream. Wenn ihr das Video gerade seht, seid ihr auf dem aktuellen Stand. Also einschalten, Sonntagabend ist der Stream. Gerne ein Like da lassen, ich würde mich freuen. Und Frechheit. Player of the Month Dezember. Wo ist denn Kleindienst? Ja, hier wird anscheinend von Enschede umgarnt. Digga, wir haben eine Fanfreundschaft mit denen. Geht niemand nach Enschede. Gar nix. Nix. Also, macht's gut, Freunde. Lasst ein Like da. Ciao, ciao.